sehe ich ein bisschen müde aus. Und dann ein paar Minuten später krabbelt diese Maus zum Jonas auf dem Schoß. Wie so eine Löwenmama, wie sagt man so? Ich war die ganze Zeit hellhörig. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Theresa und dieser hier ist der Jonas und diese süße Maus hier, die auf dem Sofa sitzt, die seht ihr leider nicht, ist die Phoebe. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und heute mal in einer ganz neuen Variante, denn heute ist unser 100. Video. Verrückte Sache und aus dem Grund haben wir uns was Neues überlegt. Wir machen eine Reaction. Und zwar schauen wir uns das gemeinsam, also quasi wie Kino schauen, das erste Video von uns an. Denn das ist ja jetzt schon fast anderthalb Jahre her. Ich habe gar keine Ahnung mehr und ich sehe gerade, dass es auch nur 5,5 Minuten geht. Also mal gucken. Das war der Blick. Das war schon gemein. Das hat Phoebe schon gut gemacht, muss ich sagen. Also sie ist, wir sind ins Auto rein, sind gefühlt auf die Autobahn aufgefahren und dann saß sie nur noch bei mir und hat da gepennt oder mich so wie jetzt mit großen Kulleraugen angeschaut. Also was man jetzt in dem Video nicht sieht, wir haben es zwar schon mal erwähnt, aber wir haben 4 Stunden, glaube ich, hingefahren zu der Grenze Bayern zu, ich weiß gar nicht mehr. Österreich. Österreich. Und dann haben wir die kleine süße Maus in Empfang genommen. Ist alles, wie gesagt, gut gelaufen. Die Züchterin mit ihren Kiddies, die waren so süß. Also die Kiddies waren ja schon traurig, dass sie Phoebe abgeben mussten. Konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wie ihr seht, die war mini. So süß. Dann nehme ich sie auf den Schoß, wir fahren los. Dann war ich natürlich total nervös und diesen kleinen Knirps auf meinem Schoß, war total verliebt und die ganze Zeit nur so, mein Gott, ist die klein, die ist so klein. Und dann ein paar Minuten später krabbelt diese Maus zum Jonas auf dem Schoß. Dann war es um Jonas geschehen. Und dann ist sie da auch eingeschlafen, so halb, gell, auf deinem Schoß. Wir haben ja Angst gehabt, dass sie sich gar nicht beruhigt. Aber eigentlich war sie das stark. Ja, bei dir. Bei mir jetzt irgendwie. Ist ja bis heute so. Das muss ich noch kurz sagen. Ist dir mal aufgefallen, wie ihr Fell sich verändert hat? Ja. Das finde ich, sieht man jetzt da gerade nochmal so schön. Das ist so ein richtig schönes Welpenfell gewesen. Und so Farben, so kräftig. Und das haben wir aber auch schon von vielen von euch gehört, dass sich der Havaneser von der Farbstruktur und von der Färbung nochmal komplett ändern kann. Wie man jetzt bei Phoebe aussieht, die hat richtig schöne, kräftige Farben gehabt und ist jetzt so hell geworden. Ist zwar immer noch super hübsch, aber ja, aber ich muss sagen, ich finde das Fell heutzutage schöner, weil da sieht sie heutzutage jetzt so, ja, da sieht sie richtig struppelig aus. Ja. Ja. Hallo und willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Theresa und diese kleine Maus hier ist die Phoebe und ja, sie ist jetzt eine Woche bei mir zu Hause. Ich habe mir sozusagen meinen Traum erfüllt und habe mir einen kleinen Welpen zugelegt und ich wollte euch einfach mal ein bisschen daran teilhaben lassen und auch erzählen, wie es tatsächlich dann das Ganze abläuft und wie sich das anfühlt, so einen kleinen Knirps eben zu Hause zu haben. Mal gucken, wie gut sie mitmacht. Das war am Anfang noch voll oft so, dass wenn man Videos mit Phoebe gedreht hat oder dass wenn du irgendwas mit Phoebe gemacht hast, dann musste man richtig aufpassen, weil die hat so richtig an einem rumgeknabbert die ganze Zeit. Da hatten wir noch recht Glück mit Phoebe. Phoebe hat uns ja nie irgendwas zerkaut. Alle haben ja immer gesagt, ja, alle Kabel hoch und keine Ahnung, alles, was so auf dem Boden liegt, stell's hoch oder pass auf deine Stuhlbeine auf oder sonstiges. Phoebe hat da gar kein Interesse dran gehabt. Gott sei Dank. Die kleine Maus ist jetzt circa eine Woche bei uns. Der Start war schon sehr positiv überraschend. Also sehe ich ein bisschen müde aus? Okay. Ich war wirklich nervös, weil ich nicht wusste, wie das Ganze ablaufen wird, wie das sein wird, wie sie auf mich zukommt, ob sie arg Angst haben wird. Allein schon, wie die Heimreise dann in unserem Auto sein wird. Im Endeffekt total überflüssig, denn es war super entspannt, super schön. Als ich sie auf dem Arm von der Züchterin gesehen habe, ich dachte mir, um Gottes Willen, wie klein ist die denn bitte? Auf den Videos und Bildern, die ich eben von der Züchterin zugeschickt bekommen hatte, dachte ich... Da war ich echt überrascht. Als die Züchterin da die kleine Maus ausgepackt hat, dachte ich so, was ist denn das für ein Knirps? Ich habe wirklich nicht mit
so eine Größe gerechnet. Ja, als sie da aus dem Auto ausgestiegen ist damals, so mini, weil ich kannte das ja nicht. Also ich wusste nicht, wie groß, also da man weiß, wie groß so etwa Kleinrassen sind, aber die war wirklich so ein kleiner Fellknäuel. Die Züchterin hat sie mir übergeben, eigentlich direkt in den Arm. Sie hat natürlich gezittert, das tat mir leid, aber sie hatte nicht groß Angst, sie hat nicht gefiepst. Dann wollte ich sie natürlich auch mit Leckerlis bestechen. Das war aber für sie total uninteressant. Und dann hatten wir zusammen auch noch knapp 3 Stunden Fahrt vor uns. Hatte ich sie eben auf dem Schoß. Das war auch wirklich gut. Sie kam da recht gut zur Ruhe. Sie wollte zwar auch immer gerne mal zu meinem Freund auf die Fahrerseite, aber es war ja auch in Ordnung. Ja, als wir dann ankamen, habe ich sie gerade rausgesetzt und dann pieselte sie. Also es war echt... Oh ja, das war wirklich cool. Wir hatten ja eine lange Strecke. Also Phoebe ist schon davor sehr lange gefahren. Dann sind wir nochmal mit ihren 4 Stunden gefahren. Sowohl bei der Übergabe als auch bei unserer kurzen Pause hat Phoebe nichts gemacht. Also sie hat kein Pipi gemacht. Und dann nehme Phoebe raus, setze sie vor das Auto und dann sofort pieselt die. Also wirklich gerade die 4 Pfoten abgesetzt und zack, musste es raus. Als hätte sie gewusst, dass wir jetzt wirklich da sind. Ja. So, jetzt habe ich es geschafft. Ja, war echt gut. Dann ging es ja ans Haus, beziehungsweise habe sie jetzt erstmal ins Wohnzimmer gesetzt, dass sie da einen Raum erstmal kennenlernen durfte. Ja, da haben wir uns dann alle auf den Boden gesetzt. Da war dann auch dasselbe Thema. Ich habe natürlich gedacht, okay, die Kleine hat doch bestimmt Hunger und bestimmt Durst. Aber für die war das erstmal super aufregend, ist hier rumgewurschtelt, rumgeschnüffelt. Und es hat dann auch ein paar Minuten gedauert, bis sie überhaupt mal gemerkt hat, okay, jetzt ist sie hier angekommen, hier sind nette Menschen. Und dann hat sie nach und nach auch mal ein Leckerli angenommen, beziehungsweise ihr gewohntes Futter, das habe ich ja mitbekommen von der Züchterin. Und dann war ich schon happy, dass sie zumindest ein bisschen was gefressen hat. Schöne Zelle. Ja, dann auch immer so Zeichen. Sie fühlt sich wohler. Dann haben wir nur noch gekuschelt, ihr gezeigt, hey, wir sind da, wir sind in deiner Nähe, wir bleiben auch in deiner Nähe. Da habe ich schon gemerkt, sie ist eine Kuschelmaus und das finde ich so schön. Also ich bin voll happy, denn sie sucht. Ja, aber dann muss ich auch das nochmal sagen, dass ich so froh bin, dass Phoebe so ein Hund ist, der die Zuneigung braucht und die Liebe braucht und auch sucht. Ich meine, die kommt ja, sobald wir irgendwo da sitzen, kommt die oder auf dem Sofa, quetscht die sich so an und ran und kuschelt oder will am besten irgendwie in uns reinkuscheln. So schön und so süß, weil die Vorstellung nur, dass du einen Hund hast, der das nicht braucht. Es gibt ja Hunde, die das einfach nicht wollen. Fände ich schon schade. Und gerade bei der süßen Phoebe ist das ein Geschenk. Ich bin auch überrascht gewesen, dass die so Vertrauen, vor allem in uns zwei gefunden hat. Ja, bei uns zwei hatte sie da gar kein Problem. Also als sie wirklich von Anfang an sofort zu uns gekommen wäre. Aber direkt, gell? Also klar, beim Autofahren sowieso zu dir. Aber da hatte sie sofort ein Gespür für, dass wir zwei jetzt die Wichtigsten in ihrem Leben sein werden. Das war schon süß. Hat sie gut gemacht. Mit ihr warm zu werden, weil sie ja eh zu mir gekommen ist. Und aufs Sofa durfte sie dann abends auch mit uns. War eigentlich für mich ein No-Go am Anfang. Immer so, ja, wenn ich einen Hund habe, dann niemals ins Bett, niemals aufs Sofa. Aber so viel dazu. Ja, gut. Ich meine, das ging auch ein bisschen von mir aus. Ich wusste jetzt damals noch nicht, wie es mit der Allergie ist. Und ich wollte halt so wenig wie möglich Berührungspunkte. Also Phoebe darf nicht aufs Sofa, nicht ins Bett. Sogar sollte nicht im Schlafzimmer schlafen. Das hat ja Theresa in den ersten Videos auch noch gesagt, dass sie das so ein bisschen versucht. Ich glaube, schon am ersten Tag dachte ich mir dann so, oh, die ist schon ziemlich süß und sie darf aufs Sofa. Aber dann bleibt sie schön auf ihrer Decke. Das hat dann auch so eine ganze Woche funktioniert. Und irgendwann haben wir gesagt, ja komm, also ganz ehrlich, jetzt kann sie auch einfach so aufs Sofa. Also es macht auch nicht den Riesenunterschied. Ja, aber ich will es nochmal erwähnen. Der Jonas hat sie aufs Sofa geholt. Ja, ich glaube, wir schauen weiter. Man muss sie nur anschauen und ich glaube, dann kann man verstehen, warum man den kleinen Knirps gerne hier oben zum Kuscheln hat. Aber ins Bett darf sie tatsächlich nicht. Ich hatte auch sehr Respekt vor der... Genau, ins Bett darf sie nicht. Nacht, weil ich natürlich auch mit der Box das machen möchte oder mache. Und ich muss sagen, das war gar kein Problem. Also ich habe Videos und Tipps und Tricks und überhaupt alles davor durchgelesen, angeschaut und dachte mir schon, um Gottes Willen, wie gewöhnt man denn so einen kleinen Knirps an eine Box mit Leckerlis rein und komm wieder raus und Tür auf und Tür zu. Aber das war überhaupt nicht notwendig bei ihr. Und somit habe ich die abends tatsächlich einfach nur in die Box gelegt. Sie hat mal kurz geguckt. Ich habe oben dann einfach aufgemacht, habe auch meine Hand reingelegt, so ein bisschen gestreichelt, dass sie zur Ruhe kommt. Und dann hat die super geschlafen. Also klar, die war auch fix und fertig nach dem Tag, das ist auch keine Frage. Ich glaube, ich habe schlechter geschlafen als sie selbst. Also ich glaube, ich hatte gar keine Minute. Ich glaube, ich habe Monate danach schlecht geschlafen. Ich glaube, so nach einem halben Jahr hat Theresa zu mir gesagt, so, oh, wann wird es endlich besser? Aber eigentlich war es gar kein Problem. Also Phoebe hat von Anfang an das recht gut gemacht. Theresa ist halt nachts immer aufgewacht, weil sie halt irgendwelches Rascheln in der Box plötzlich gehört hat. Oder ich hatte halt dauerhaft irgendwie, ich war wie so eine
wie so eine Löwenmama, wie sagt man so, ich war die ganze Zeit hellhörig. Kam, glaube ich, nie so in den Tiefschlaf und das hat man mir auch nach Wochen echt angesehen. Ich war so fertig. Das sind richtige Augenringe. Wenn ihr mal die alten Videos anschaut, sah sie echt teilweise fertig aus. Also wirklich, vor allem morgens dann immer dieses, okay, jetzt ist sie wach, jetzt muss ich raus, weil sonst pinselt sie mir wieder in die Box oder sonst was. Also war schon eine anstrengende Zeit, aber ich glaube, ich habe mir mehr Stress gemacht, als ich hätte machen müssen. Ein, zwei Mal in der Nacht musste sie raus oder ich habe sie rausgesetzt. Und ansonsten ging das wirklich gut. Also da bin ich absolut happy mit der Kleinen. Genau, das war so der erste Tag, die erste Nacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Das ja, war's schon. Das war's. Schade eigentlich. Schön, also ich bin froh, dass ich das Video habe, aber ich finde es eigentlich so schade, weil in der jetzigen Zeit würden wir, weil du ja jetzt mittlerweile mit drin bist, das Video ganz anders machen. Und ich würde es so gerne jetzt nochmal neu machen. Ja, aber da kann ich Theresa nur recht geben, denn heutzutage würden wir das echt eigentlich einfach viel cooler machen, so im jetzigen Stil halt einfach. Entschuldigung, dass ich damals noch nicht so gut war. Ja, weil man lernt ja auch mit jedem Video. Wenn euch sowas gefällt, dann machen wir das gerne öfter, weil ich finde es cool. Mir macht das auch Spaß. Und daher wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Vergesst keinen Daumen nach oben. Bitte einen Daumen nach oben, genau, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!